Hallo und willkommen zurück bei Medieval Dynasty. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet und dabei seid. In der letzten Folge haben wir kleinere Aufgaben erledigt. Jetzt müssen wir auch eine kleine machen. Wir haben Eisenpfeile hergestellt. Die müssen wir jetzt nach, wie heißt der gute Mensch da wieder? Also nach Derwan bringen. Jetzt holen wir unser Pferdchen eben wieder. Ich habe keine Lust dahin zu laufen, also reiten wir. Bringen die Pfeile weg und dann schauen wir mal, was wir noch so weitermachen können hier in unserem Spiel. Da steht es schon und wartet auf uns. Länger drücken, dann können wir reiten. Gehen wir da neben unserem Heusack mal raus. Sind schon sehr früh unterwegs. Aber das soll ja kein Problem sein. Jetzt stehen die guten Hirsche wieder. Ja, genau, ich muss noch gucken. Ich glaube, ne, jetzt nur diese Vierzahl, vier Dings. Der Feldschuppen, der wollte was von uns und da wusste ich jetzt nicht, was die haben wollten. Ich denke mal, dass das Säckchen gewesen sind, wieder, was die fehlten. Aber das werden wir gleich gucken, wenn wir zurück rein. Da ist ja schon der Feldschuppen. Das machen wir, wenn wir dann wieder Dorf sind oder eine Stadt. Wir haben immer noch keinen Namen dafür. Immer noch das Bergdorf. Bitte nicht wieder vom Baum reiten. Let's go. Da kriegt man immer so Beulen von. So, wo ist der gute Schwert da wieder auf dem Marktplatz rum? Da war er, ich habe ihn gesehen. Wie hast Hallo. du deine Pfeile? Hier kommen die Pfeile. Die Krone weiß das zu schützen. Vielen Dank. Wenn ich noch meine Bogenschießkünste mit einer dieser verantwortungslosen Bastarde als Ziel testen kann. Wo ein Villa da anweg. Ich bin froh, dass ich dir helfen Good konnte. luck. So, das war's von hier. Dann werden wir zurück ins Dorf. Und mal schauen, was der Feldschuppen von uns will. Oh, guck mal. Münzen, das ist doch Münzen, nehmen wir immer gerne mit.
Und dreimal Kupfererz nehmen wir auch mit. Und die Holzstämme, kann man die mitnehmen? Ja. Das habe ich sowieso. Dankeschön für immer derjenigen, der das da hat liegen lassen. Let's go! Oder dem, das da runtergefallen ist. Warte mal. Ich bin doch auf der richtigen Seite. Was mache ich denn da schon wieder für ein Heckmeck? Mal Rückwärtsgang. So, da sind wir schon bei uns an der Plantage angekommen. Bringen wir eben das Pferdchen wieder weg. Let's go! So. Gleichzeitig hier mal aufräumen. Na, kleiner Esel. Ist noch nicht aufgeschlafen. Na, Eulalia. Und, keine Ahnung, runter. Alle Tiere haben keinen Namen. Niemals einen Bezug zu Schlachttieren. Ich habe das gerade sauber gemacht, du Pferdchen. Eier. So hin und wieder muss das ja auch mal sein, ne? Gut, jetzt noch die Gänse. Das ist aber eine kranke Kuh. Okay, dann haben wir... Das ist der falsche Stall hier. Du gehörst hier gar nicht hin, Stütchen. Du gehörst hier in dem anderen Schuppen. Hier gehörst du hin. Mäh. Mäh, ihr Schafe. War das nicht bei Schweinchen namens Babe? Weiß ich nicht mehr, dass es so ewig her, wo ich den Film mal geguckt habe. So, das wäre der Dung. Schafe habe ich. Hier war ich nix.
die anderen können wir nicht, weil wir keinen Eimer oder sonst irgendwas haben. Ach so, genau. Dann schauen wir mal eben in die Verwaltung. Was der Feldschuppen möchte. Will er jetzt gar nichts mehr? Ne, jetzt will er nichts mehr. Aber die Produktion wollte irgendwas, habe ich gesehen. Die Küche, was fehlt hier? Kein Material. Was fehlt hier denn? Apfelbrei. Äpfel. Ja, kommen aber jetzt bald. Dann machen wir das mal weg. Und machen wir mit dem F. Und die Schenke, was fehlt dir? Kirschen. Kommt jetzt aber auch bald. Und der Schmied, was fehlt dir? Dir kann eigentlich nichts fehlen. Leinengarn und Leinengarn. Gut, dann weiß ich ja, was wir zu tun haben. Leinengarn machen, da wollte ich gar nicht hin. Da wollte ich doch hin. Bisschen schwer beladen, die Arme. So, dann tun wir das mal, den Dung jedenfalls schon mal 121 hier rein. Das habe ich mein Essen, das ist mein Essen, die vier Holzstämme. Ja, okay, ein bisschen schwer geschleppt. Das könnte ich auch nicht so mit mir rumtragen. Okay. Die anderen Sachen nehmen wir in die Vorratskammer. Dann haben wir das wieder erledigt. Hier ist ein paar Äpfel, aber das zählt jetzt nicht mehr. Apfelwein. Beerensaft. Beerenwein. Was soll ich da alle mit? 78. Wein kann ich sowieso nicht trinken, aber Apfelsaft konnte ich zwischendurch mal was anderes außer Wasser. Käse. Das ist meiner. So, viel Spaß an der Arbeit wünsche ich euch. Das Kurzzeitgedächtnis ist gerade ausgefallen. Was wollte ich denn machen? Dings wollte ich machen. Jetzt habe ich es wieder. Hier, da, Flachs und so. Flachshalm. Und den Flachs schlagen wir auch ein bisschen aus. Dann machen wir jetzt erstmal 10 Garn, damit die wieder was haben. Muss ich mal gucken, warum der da nicht so viel macht. Aber ist ja nicht so schlimm, so lernen wir ja auch wieder und kriegen mehr Auflevelpunkte. Meine Katze ist müde. I love when nature comes back to life. Nicht nur meine Katze. Sieben, acht, neun, zehn, dann sind wir durch. So, jetzt gehen wir mal den Flachs verprügeln. Will it take long? Nein, es dauert nicht lange. 1 Minute und 27 Sekunden dauert das, dann kannst du wieder dabei.
hat er recht. Aber bei uns kommt der Winter leider erst. Ich bin eher so ein Sommermensch. Ich muss das warm haben. Oh, I love the smell of fertilizer in the morning. So, ab im Schuppen. D und dann einmal 10 Leingarn, das ist nicht viel. Aber der Feldschuppen hat sich gemeldet, dann kann ich mal eben gucken, was der jetzt will. Keine Material, kein Werkzeug. Säckchen, sag ich doch. Dann müssen wir doch noch mal... ein bisschen mehr machen. Das brauchen wir nochmal dafür. Und Leder, glaube ich. Nähkünste ein bisschen tun wir mal unsere Nähe. Nein, dann bauen wir unsere. Erstmal nochmal. Das dauert jetzt eine Weile. 3 Minuten. Ich hoffe, die könnt ihr überstehen, aber das muss auch sein. Wir müssen nämlich jetzt noch Leingarn machen, damit wir Säckchen nähen können für den Feldschuppen. Da müssen wir mal gucken, dass er hier wieder Leingarn macht. Ich weiß nicht, was er macht. Das ist immer eine gute Frage. Warum irgendwas nicht funktioniert, wie es funktionieren soll. Got entangled again. Yeah. Dann haben wir noch 1 Minute, das schaffen wir noch. Haltet Zähne zusammen. Ach ne, beißt die Zähne zusammen. Dann kommen wir da auch durch. Thank you.
Wie man das so kennt. Egal. Karl. So, dann sind wir damit durch. Dann gucken wir mal, dass wir jetzt die Säckchen machen. Gehst du mal weg da. Dankeschön. Dann können wir ja. Oh, ne, so viel machen wir nicht. Wir machen jetzt erstmal 50. So, jetzt können wir eigentlich die ganze Zeit wieder auskommen. 2 Minuten. Ich hoffe, ihr seid damit gut zufrieden. Aber denke ich ja mal. So. Ich werde oft gefragt, wie es ist, hier zu leben. Gut, schlecht. Ich glaube, es ist keine Frage von gut oder schlecht, wenn ich sagen will, was mir im Leben am wichtigsten ist, würde ich sagen. Keine Ahnung, konnte ich nicht mehr lesen. 1:25. Dann hat er seine Säckchen fertig genäht. Ja, ich liebe auch, wenn die Natur zum Leben erwacht. Deswegen wünsche ich mir, wird schon Frühling. I'm so glad I settled down here. So, dann bringen wir es mal alle wieder rüber. Seid ihr schon gleich Feierabend hier? Und dann haben sie wieder einfache Säckchen. Ich wollte eigentlich die anderen machen, aber ist egal. Die reichen auch erst. Schon wieder voll unser. Ja, ich glaube, das werden wir jetzt in Angriff nehmen. Und zwar werden wir da hinten einen neuen Schuppen bauen. Das bringt ja nichts. Wir sind immer überfüllt. Und wenn wir noch einen Ressourcenschuppen bauen, hat sich das Thema damit erledigt. Und wir müssen da ja sowieso auf der Seite. Bisschen eng gebaut. Oh, hier fehlen nochmal Blumen. Werden wir, glaube ich, direkt hier machen. Das werden wir tun. Wir werden da schon mal mit anfangen.
Bäume fällen. Ich habe eine Schaufel mit. Oh, ich weiß nicht. Gucken, ob wir einen. Ne, hatten wir nicht. Mist. Und die habe ich auch verkauft, glaube ich. Ist nicht so wild. Die Stämme bleiben hier eh liegen. Die brauchen wir zum Bauen nachher. Wäre Quatsch, wenn wir die jetzt hin und her tragen würden. Und die Steine brauchen wir auch. Aber es wird eh schon dunkel. Wo ist denn jetzt hier? Die werden wir hier an der Wand. Das Aufräumen werden wir jetzt eben so ein bisschen machen, weil zum Ressourcenschuppen bauen, da geht einige Zeit drauf. Die sind noch nicht reif, die Bären. Und wir müssen ja auch noch eine Schaufel eben gleich holen, beziehungsweise beim nächsten Mal. Ja, damit wir das hier alles wegkriegen. Ich baue den direkt hier hin. Dann haben wir nach da einen noch Platz für Häuser und nach da einen auch. Genau, das machen wir. Aber da müssen wir noch ein bisschen Platz schaffen. Schauen wir mal, wie weit wir dann kommen. Die Steine lassen wir auch hier mitliegen. Das wird uns alle zu schwer, weil wir auf dem Rückweg auch noch ein bisschen was mitnehmen müssen. Außerdem passen die ja eh nicht mehr da rein. X war das. Mit dem anderen Rest raus und hier unten. Und dann werden wir eigentlich auch noch einen Baumstamm. Und eben eine Schaufel und ja, zumindest unsere Zeit auch schon wieder um. Eine Bronzeschaufel. Gut, dann sage ich jetzt erstmal Tschüss und auf Wiedersehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Beim nächsten Mal machen wir dann halt an dem Ressourcenschuppen weiter. Damit wir ein bisschen mehr Platz kriegen für unsere ganzen Ressourcen. Wir haben ein bisschen viele, warum auch immer, werden nicht so schnell verarbeitet, aber egal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Lasst doch gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Das würde mich sehr, sehr freuen. Ich schreibe auch immer wieder zurück. Ich hoffe, das habt ihr schon gesehen und beantworte auch gerne Fragen.
Oder nimm mal auch gerne Kritik und auch konservative Kritik, natürlich keine bösartige Kritik. Nehme ich gerne an und mache was draus. Ich melde mich auf jeden Fall immer zurück. Bis dann, ne? Ja, bis dahin alles Liebe, alles Gute, sagt euch eure Tammy. Ciao!